Und dann kam ich schon langsam, ohne zu merken, in einen einen Strudel, immer alles das Beste zu haben, das Schönste, das Modernste. Ich kam dann auch in eine größere Gesellschaft. Ganz klar, wenn du Geld hast und hast einen Chauffeur dann. Später wurde ich zum Konsul ernannt von Panama mit einer Kanzlei in der Innenstadt. Auf jeden Fall bin ich aufgestiegen und bin dann etwas schon auf die schiefe Bahn gekommen. Ich habe in Berlin Apartments gekauft. Ich war sehr aktiv, was Unternehmungen anbelangt. Ich habe schon als 15-Jähriger habe ich schon Lenore verkauft, von Haus zu Haus gegangen und habe alle möglichen Dinge gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Zum Beispiel damals in der Olympiade 1972, diese schwarze Olympiade mit den Terroristen bei uns in München, da hatte ich Lebensmittel, echte Bierkrüge verkauft. Meine Idee war die, wenn Japaner und Amerikaner kommen, wollen die einen bayerischen Bierkrug mitnehmen. Und wenn die den jetzt in einen in Koffer tun, dann ist der Koffer ins Gepäck, dann ist Gefahr, dass der zerbricht. Da habe ich mir jemanden gesucht, der den Bierkrug in Plastik praktisch nachgebaut hat und dann mit so einer Marmorierung drauf, das hat echt, fast echt ausgeschaut. Der stellt es sowieso in seine Vitrine in Japan oder in Amerika. Und die Kalkulation war einfach, 5 Mark hat das Ding gekostet und ich habe es für 15 Mark verkauft. Und habe um 8 Uhr in der Früh angefangen und um 10 Uhr war ich ausverkauft damals. 10 Uhr, 2 Stunden. Dann habe ich gedacht, das ist ein gutes Geschäft. Und habe dann alle Freunde angerufen, habe gesagt, nehmt euch Urlaub, wir verkaufen Bierkrüge am Oktoberfest. Am Schluss blieben, nach Abzug aller Kosten, wir sind jeden Abend weggegangen, blieben 100.000 Mark über. Da wissen Sie, was wir Bierkrug verkauft haben und was da Japaner gegeben hat und Amerikaner. Und die haben das alle kapiert. Warum mache ich das? Gute Frage. Ja, weil ich einfach es total spannend finde, andere Persönlichkeiten kennenzulernen, generell Schicksale von Leuten, Geschichten zu hören. Es ist einfach so eine Grundneugier, auch Interesse. Und natürlich darüber anderen Leuten zu erzählen. Also ich war da, ich habe was erlebt, ich berichte davon und ich versuche es den Leuten so rüberzubringen, dass sie ungefähr verstehen, wie ich es erlebt habe. Das klingt so ein bisschen abstrakt, aber das finde ich total spannend. Natürlich nur ein Bruchteil aus seinem Leben. Er könnte Abende füllen, aber zum Beispiel sowas wie, was ist sein beruflicher Werdegang? Wie kam es dazu, dass er heute im Rollstuhl sitzen muss? Warum haben ihm reiche Leute regelrecht mit Geld zugeschüttet? Wie kam er Kontakt zur amerikanischen Drogenmafia? Oder wie bringt man 40 Millionen Dollar in Bar von Miami nach München? Alle solche Fragen werden uns heute beschäftigen und wir werden die Antwort kriegen. Wegen den vielen verschiedenen Begebenheiten, die er so erlebt hat, wegen diesem Großen, von wegen so viel Geld und so, das ist natürlich was, da kann jetzt nicht jeder sich mit identifizieren oder kann das verstehen. Aber ich glaube, womit man sich doch identifizieren kann, was auch jeden betrifft, ist so ein bisschen das Streben danach, immer mehr zu haben. Also immer so nach höherem Streben, nach Anerkennung, ja, Liebe, Respekt, so das, wonach sich jeder Mensch sehnt, was er ja auch sehr stark erlebt hat. Also ihm hat ja das, was er hatte, nicht gereicht. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, was er alles hatte, dann würde man denken, dann muss man doch glücklich sein, dann hat man alles, aber eben gerade nicht. Und da merkt man schon, das hat irgendwie doch auch was
mit jedem so zu tun. Ich habe das Abenteuer gesucht, so ein kleines Beispiel. Kommt ein Arzt zu mir, überlebte in Scheidung, und er hat zu mir gesagt, er musste sich entarmen, weil er seiner Frau ja sonst so viel zahlen muss. Und dann habe ich gesagt, da kann ich ihm schon ein bisschen helfen. Und dann hat er 200.000, 300.000 Mark damals so im Gürtel gehabt und hat gesagt, ich soll es für ihn also verwahren oder wie auch immer. Ich habe das sehr wörtlich genommen, okay? Und habe mir das Geld erst einmal selber ausgeliehen an mich. Und ja, und hat natürlich dann neue Autos mir gekauft und hat ihm immer vorgemacht, du zahlst es schon zurück, und da hat ich was ausgeliehen und dort von dem Mandanten. Wie es dann so schlimm war und ich merkte, ich konnte es nicht mehr zurückzahlen, bin ich zu meinem Anwalt gegangen, weil mir das schlechte Gewissen gedrückt hat, und habe mich selbst bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Damit wollte ich einen klaren Tisch machen. Ich habe damals nach einer Verhandlung 2 Jahre mit Bewährung bekommen, bin aber nie ins Gefängnis gekommen. Und das war, wo sich vielleicht andere freuen, aber für mich war das schlecht, weil wenn sie auf eine heiße Herdplatte rühren, dann tut es weh, dann kommen sie nicht mehr hin. Wenn ich einen Tag im Gefängnis wäre, dann wäre ich vielleicht, also bei uns sagt man in Bayern, sehr katholisch geworden, okay? Also ich hätte nie wieder was angestellt. Aber es hat ja nicht wehgetan und wie auch immer. Und dann, ja, nach gewisser Zeit habe ich mir wieder was ausgeliehen und kam dann wirklich in eine sogenannte High Society, Schickimicki-Gesellschaft von München, in denen die meisten, ich auch, mehr scheinen wollten, als dass sie wirklich waren. Und mit Geld kann man gewaltig scheinen, okay? Wie ist das mit wieder neu aufkommenden Schuldgefühlen? Wenn du jetzt an deine Geschichte denkst, was alles passiert ist in deinem Leben, wie gehst du damit um, wenn so Schamgefühle oder Schuldgefühle dann in dir hochkommen? Also ich muss sagen, Schamgefühle, davon bin ich eigentlich in meinem Leben meist befreit gewesen. Aber Schuldgefühle schon extrem. Für mich war es keine Heilung, mein Buch zu schreiben. Für mich war es ein schwerer Gang. Ich habe teilweise wirklich, ich kann das auch als Mann zugeben, ich habe geweint manchmal in Situationen, weil ich mich so, ich will nicht sagen schäme, aber es hat mich so ergriffen, wie ich so sein konnte, wie ich damals war. Schon, ich sage da ganz klar, rücksichtslos, auf Kosten anderer. Und da hatte ich sehr zu kämpfen, wie ich das Buch eben geschrieben hatte. Und wieder mit den eigenen Fehlern und Sünden und mit dem Umgang mit anderer Leute Geld eben konfrontiert zu werden. Jesus hat mir verziehen und ich muss sagen, ja, dass ich damit auch dokumentiere, dass es mir nicht egal ist, dass die Menschen nicht allein gelassen werden. Und jeder Gläubiger ist herzlich eingeladen, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Jetzt will ich Ihnen erzählen, das mit den 40 Millionen ist natürlich schon eine interessante Sache. Ich lernte jemanden als Steuerberater kennen. Ein Freund von mir hat gesagt, ich habe einen anderen Bekannten aus Amerika, das ist ein junger Kerl, und der hat eine Erbschaft gemacht. Die Eltern haben eine große Werft in Miami. Der möchte das Geld anlegen in Europa, so ist im mehrstelligen Millionenbereich. Nur das Problem war das, er hatte das Geld in bar. Sag ich, aber bring das heute rüber hier. Naja, das sollte dann schon meine Aufgabe sein.